Hallo, Alexander Schumann hier und heute habe ich eine kleine Review für euch, einen Testbericht, und zwar diesen kleinen Kerl hier, der Quadrocopter von Blade. Und zwar ist es der Nano QX in der RTF, also Ready to Fly Version, und den schauen wir uns jetzt an. Wie man sieht, lässt sich der Copter sehr einfach steuern. Er fliegt sehr präzise und wenn er mal irgendwo gegenknallt, macht ihm das nichts aus. Schauen wir uns nun an, was in der Schachtel alles enthalten ist. In der RTF, also Ready-to-Fly Version, ist die Fernbedienung mit enthalten. Bei der BNF Version, die Bind and Fly, fehlt diese. Man kann eine Spektrum Fernbedienung dazu kaufen, da lasst ihr euch am besten im Geschäft beraten. Ja, man sieht, es ist eigentlich alles dabei. Hier haben wir die Fernsteuerung, die Batterien für die Fernsteuerung, das Ladegerät, sehr praktisch, man kann es an USB anschließen, ein Akku ist mit dabei, eine Ersatzkabinenabdeckung und 4 Ersatzrotorblätter. Und natürlich der Copter selbst. Es ist also alles dabei, um sofort loszufliegen, sobald der Akku geladen ist. Der Preis für die Ready-to-Fly-Version liegt aktuell, März 2014, bei 104 Euro. Also für diese Version, für die etwas kleinere, also von der Schachtel her kleinere Bin-and-Fly-Version, die kostet um die 84 Euro, weil eben die Fernsteuerung nicht dabei ist. Als nützliches Zubehör empfehle ich ein zweites Ladegerät und einen zweiten Akku. Eine Akkuladung dauert ungefähr 30 Minuten für 5 Minuten Flugzeit. Darüber hinaus empfehle ich, alle flugrelevanten Teile wie Motoren und Rotorblätter zusätzlich noch als Ersatz dazu zu kaufen, denn es ist ärgerlich, wenn man dann wegen einem defekten Teil, was 10 Euro kostet, nicht fliegen kann. Was mir an dem Copter sehr gut gefällt, ist die Robustheit. Die geringe Größe, man kann ihn ohne Probleme in der Wohnung fliegen lassen, im Gegensatz zu einem richtigen Quadrocopter, den man eigentlich, da ist auch der Garten zu klein. Also da braucht man einen Flugplatz oder ein großes Feld, wo man die Erlaubnis hat, sowas fliegen zu lassen. Aber den hier, den kann man problemlos, wie gesagt, in der Wohnung oder im Garten auch fliegen lassen. Von der Konstruktion her, er hat hier einen integrierten Propellerschutz, das heißt, wenn er mal gegen die Wand klatscht oder so, das macht nichts aus. Ja, also wie gesagt, klare Kaufempfehlung für den Nano QX, am besten im Fachgeschäft, dann könnt ihr auch die örtliche Wirtschaft unterstützen, muss nicht alles im Internet bestellt sein, wenn sie es vorrätig haben dort, auf jeden Fall im Geschäft kaufen. Ersatzteile, okay, die kann man sich vielleicht selber irgendwo bestellen, aber das Gerät, da soll auch jemand was verdienen, der bei euch vor Ort ist. Ja, das war's schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal wieder ein bisschen etwas anderes. Und Donnerstag wieder in alter Frische, verhängnisvoll und so. Bis dann. Tschüss.